Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Lost Odyssey. Vielleicht der zweitletzte Part. Kommt drauf an, wie viel Glück wir jetzt haben, denn es gibt ein paar Sachen, die ich noch erledigen muss. Von der Farmerei mal abgesehen, aber das bekommt ihr zum Glück eh nicht in voller Länge mit, muss ich noch Samen abgeben, beziehungsweise noch die letzten Samen finden. Da habe ich bestimmt ein, zwei übersehen, wie ich mich kenne. Ist aber kein Problem. Ich habe damals alle gefunden und deswegen schäme ich mich nicht, wenn ich diesmal einfach nachschaue, welcher Samen denn fehlen könnte. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns erstmal den zähen Samen an, den wir momentan haben. Ihr wisst ja, das ist so ein... Was habe ich mit dem Trugitalisman der Elmon-Krone? Das dürfte doch eigentlich jetzt gar nicht mehr hier drin stehen. Das haben die sich doch genommen. Na egal. Der zähe Samen haben wir momentan. Das ist ja so ein kleines Tauschspielchen zwischen den Pippots. Und der Pippot in Numara liebt angeblich diesen zähen Namen. Dann gehen wir doch mal zu diesem Numara Pippot und geben dann auch gleich das, unsere restlichen Samen ab, wenn ich überhaupt noch welche dabei habe, keine Ahnung. Mal kurz überlegen, wo ist denn der in Numara? Ah ja, ich weiß wieder. Der ist in der Geisterstadt. Lirums Ort. Jo, ich lasse euch noch drauf, ansonsten werde ich diese Wege jetzt rausschneiden. Wenn wir das mit den Samen erledigt haben, werde ich anfangen, diese Gegenstände in dem Gebäude da zu farmen. Und ja, dann sind es ja nur noch die letzten 5 Etagen plus Endgegner. Mal gucken, ob wir das alles in einem Part schaffen. Es wäre nice. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Mein Gott, jetzt ein Part mehr oder weniger. Darauf kommt es auch nicht mehr an. So. So oder so werden wir höchstwahrscheinlich diese Woche noch fertig. Ja, schon ein bisschen traurig irgendwie, wenn man so ein halbes Jahr ein Spiel zockt. Obwohl ich mich nach Abwechslung mittlerweile sehne, ganz ehrlich. Aber irgendwie ist es auch einfach nur traurig. Ich liebe das Game. Naja. Pippot müsste eigentlich hier sein. Ist er da drin? Nee. Aber ich meine, hier müsst... Ich habe ihn eigentlich hier in Erinnerung. Ah, da ist er doch. Sieht auch ein bisschen komisch aus, seine Vase. So, wir geben ihm den 10 Samen. Und bekommen den flaumigen Samen. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir noch Samen für dich haben. 93 erst. Nicht vorhanden. Ach, herrje, Leute. Ich habe 6 oder 7 Stück übersehen. Na, das ist ja lustig. Gut, dann werde ich jetzt mal in mein schlaues Büchlein schauen. Und, ja, bis gleich. Ja, schau mal einer an, was wir da noch gefunden haben. Komm her. Du entkommst mir nicht, Illusionsumhang. Naja, eigentlich habe ich mir einen Samen gewünscht. Aber wo ein Schatz ist, könnten ja noch mehr sein. Zum Beispiel hier. Was haben wir denn hier? Hahaha. Komm her. Wehe, du bist kein Samen. Ja! Okay, einer weniger. Und ich habe in meine schlaue Liste geschaut, weil immer wieder die Frage war, sind es jetzt 99 oder 100 Samen? Und zählt man diesen besonderen Samen, also dieses Tauschgeschäft, zählt man das nicht hinzu, dann sind es 99. Das heißt, jetzt haben wir 94 und das heißt, es fehlen noch 5 Samen, die irgendwo auf dieser großen, weiten Welt rumliegen. Und ich habe die anscheinend vergessen aufzuzählen. Das ist echt ein bisschen schlecht. Denn in meinem letzten Durchgang, da fehlte mir zum Ende gerade mal ein einziger. Und da hatte ich noch Glück, dass ich dann an der richtigen Stelle sofort gesucht habe. Jo. Aber jetzt fehlen 5. Und ja, ich hoffe, dass ich halbwegs vorankomme und euch nicht auf dem Trocknen lassen muss. Naja, ich guck mal weiter. So, wieder zurück. Und auch wenn ich die 5 Samen entweder gar nicht oder nach dem Abenteuer nachträglich hole, so werde ich eine Sache auf jeden Fall noch fertig machen. Und zwar diesen Samentausch. Bei dem Pippot. Und dann werden wir bei diesem hier. Er ist aufgeregt, er möchte den flaumigen Samen. Wir geben ihm den Samen und bekommen den rauen Samen. Ach, wenn wir schon mal hier sind, einen einzigen Samen haben wir ja noch gefunden. Den gebe ich ihm mal eben schnell. So. Ja, Leute. Wie gesagt,
Ich stehe zu meinem Wort, wenn mindestens, sagen wir, wenn drei Stimmen kommen und sagen, hey, komm, hol die 5 Samen noch, dann mache ich's auch. Kein Ding. Aber jetzt erstmal hier weitermachen. Ich habe ja so Bammel vor diesen Zwischenbossen, dass die mir einfach dieses Item nicht droppen wollen und ich in Verzug gerate. Oh Mann, ich hoffe, das wird was. Naja, ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo der nächste Pipot ist. Zum Glück ist das ja schön, steht das schön dabei. Nee, da war es nicht, bei Wertsachen. Brauersamen, angeblich in Tosca. Okay, da kann ich euch drauf lassen, da sind wir schnell. Norden sind wir sogar ein Tick schneller, möchte ich meinen. Ja, das ist so jetzt wirklich das letzte Ruhige, was wir machen. Das letzte Sidequest im Grunde. Natürlich vom Professor K. abgesehen. Naja. Ich glaube, der war entweder in dem oder in dem Haus daneben. Ja, noch einmal so schön durch die Dörfer. Da kommen wieder Erinnerungen. Das Spiel mit den Kellalon-Statuen hier zum Beispiel. Oder der Saufabend mit Ming und Jensen. Das waren einfach wunderschöne Momente. So, neuer Samen bekommen. Und mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Klatter Samen. In der weißen Boa. Oje, wo war denn der? Okay, da schneide ich euch raus, weil ich muss mit dem Schiff erst zur Boa fahren. Das weiß ich sicher, also bis gleich. So, wir sind in der weißen Boa und ja, gar nicht so einfach, den zu finden, diesen Pipot. Klatter Samen. Bitteschön. Und wir bekommen den bauschigen Samen. Ja, okay. Warte mal. Nee, Quatsch. Bauschiger Samen, wo sollen wir jetzt hin? Sag's mir. Ja, ihr merkt schon, wir müssen jeden Pipot einmal abklappern. Aber wir dürften es bald haben. Jetzt müssen wir... Piratenfestung. Liebt den Pipot und den Piratenfestung diesen Samenkörner. Okay. Und ich glaube, mit der Piratenfestung endet es auch, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das ist jetzt unser letzter kleiner Ausflug. Bevor wir wieder in dieses Unterwasserdingens gehen. Überlegen, wie komme ich auf meine Karte? So... Okay, noch einmal in die Piratenhöhle, bitte. Piratenhöhle? Ne, Piratenfestung. So. Da lasse ich euch auch noch mit drauf. Es wird jetzt gleich im Anschluss ja dann wieder ordentlich rumgecuttet. Ich werde euch immer wieder reinschneiden, wenn ich dieses Mistvieh besiegt habe. Und dann hoffe, dass er mein Wunsch-Item fallen lässt. Ihr könnt ja mal aus Spaß mitsehen, wie viele Versuche ich brauche, und dann könnt ihr es gerne hochrechnen, wie lange ich wohl gebraucht habe, das Ganze hier offline aufzunehmen und so. Es ist eine Qual, es wird eine Qual, definitiv. Ich weiß noch, bei meinem letzten Durchgang hatte ich relativ Glück und alle 3 Items innerhalb einer oder 2 Stunden gefarmt. Es kann aber auch anders laufen. Es kann auch laufen, dass ich für ein Item mehrere Stunden brauche. Aber das hoffen wir natürlich nicht. Wir hoffen, dass ich das, wenn möglich, heute schaffe. Damit ich zeittechnisch dann morgen oder so mit dem mit dem Part anfangen kann. Mit dem finalen Part. Und nicht vergessen, davor gibt es ja noch den Podcast. Der wird einen Tag, bevor es zum großen Finale kommt, wird der hochgeladen. Wo ich und 3 weitere Kollegen ein bisschen über Lost Odyssey geschnattert haben. Ja, ich weiß übrigens nicht mehr, wo diese blöde Pipot ist. Ich meine aber da hinten, wo der hinläuft, da müsste dann was kommen. Genau, das sind wir richtig. Pipot. Ich hab dich gesehen. Ich hab deine riesen Hasenohren gesehen. So. Das Effizienzarmband haben wir bekommen und ich glaube, das ist wirklich effizient. Ja, TP. Hä? Warum hat Keim noch so einen Blödsinn drin? Jetzt mal ehrlich. Oh Mann.
Effizientarmband. Wo ist es? Effizient, hallo? Nochmal. Ah, da war was. Da war was, ich hab's gesehen. Hier. Die MP-Konservierung reduziert die von Magie und Fähigkeiten verbrauchte MP. Reduziert die von Magie und Fähigkeiten verbraucht. Also wird's nochmal kleiner. Steht jetzt leider nicht dabei, wie viel, aber okay. Das mit dem anderen Dingens, wo es nur die Hälfte kostet, macht die Zauber dann doch relativ preiswert. Muss man zugeben. So, Leute, das war's. Ich werde euch jetzt wieder rausschneiden und wir sehen uns nun beim lustigen Farme die Items. Wünscht mir Glück. Ja, hallo auch. Ja, ich hab mir gedacht, ich nehme euch mal wieder 5 Minuten mit.
Ihr habt's ja gesehen, es ist unglaublich kacke im Moment. Ich bin immer noch auf der Jagd nach den ersten verdammten Items von diesen dreien. Und ich habe ein Pech, das ist nicht mehr in Worte zu fassen. Ich bin traurig, sauer, entsetzt, gelangweilt, gefrustet. Ich bin alles, wirklich. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Wisst ihr, das ist eigentlich die größte nervigste Sache an der ganzen... Dass da erstmal 3-4 Mal diese verdammten Kröten oder diese Trolle kommen, bis endlich mal meine Wunschgegner kommen. Und ich kann immer nur fliehen. Und das dauert. Und oh. Das nervt mich am allermeisten an dieser Sache. Und das zweitnervigste ist definitiv das Rumlatschen. Manchmal ist es ja normal, ne? Aber es gibt so Momente, da läuft man 5 Minuten ohne Gegner. 5 Minuten klingt jetzt nicht viel, aber überlegt euch das einfach mal. Das ist verdammt lange. Das war jetzt normal, das war ja normal. Aber manchmal sind es wirklich 5 Minuten und da werde ich wahnsinnig und sauer im Kopf. Das ist, boah, wirklich. Sie geben sich mal die Ehre. Ja, wir sind ja live, da wollen wir ja ein gutes Bild machen. Hey, echt, ich kann die Visagen nicht mehr sehen, wenn ich... Boah. Ich muss mich echt zusammenreißen, jetzt nicht zu ausfällig zu werden, ganz ehrlich. Oh, ich weiß nicht. Also damals war bei meinem früheren Durchgang war das 1000 Mal entspannter und ging sowas von schneller. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Meine Mana-Flaschen gehen hier schon bald aus. Das ist abartig. Ich hoffe absolut inständig darum, dass das zweite und dritte Item deutlich schneller geht. Das ist ja grausam, wirklich. Und ich werde jetzt nach diesen Minuten Mimimi werde ich auch keine weiteren Cuts mehr einfügen. Das ist nur unnötig Zeit. Geht einfach davon aus, dass ich noch tagelang hier verweilen werde. Aber ich gebe nicht auf. Wisst ihr, das ist jetzt der Unterschied zu diesen Samen. Die Samen haben mir Nüsse gebracht, weil ich den Skill schon habe. Und bei den Samen weiß ich nicht, wo ich suchen soll. Deswegen keine Lust. Aber hier weiß ich, was ich tun muss. Und weiß ich auch ungefähr, was ich kriege. Und ich weiß, dass ich das noch nicht habe und dass es sich lohnt. So. Und deswegen habe ich dort eine abartig große Geduld. Das Einzige, was mich halt ärgert, ist, dass ich eventuell euch nicht täglich mit Videocontent versorgen kann, wenn sich dieser Track hier noch so ewig in die Länge zieht. Ja, wieder nix. Aber wen überrascht das noch für großartig? Ganz ehrlich. Ich nehme mich noch so 2 Minuten mit. Und dann werde ich mich alleine total traurig versuhlen. Ich habe mir übrigens vorgenommen, wenn ich dieses Item habe, werde ich das zweite nicht sofort im Anschluss machen. Dann werde ich mit euch erst Stufe 20 bis 25 machen. Um dort euch mal den Supreme Car vorzustellen, der ja das wichtigste Item hat in dieser ganzen Sache. Und das werde ich mir dann auch zuerst holen und dann das zweitere. Warum? Weil ich dann, während ich das zweite versuche zu farmen, kann ich das dritte, das ich ja unbedingt brauche, schon lernen mit den Charakteren. Und meines Wissens nach braucht das verdammt viele FP. Ja, wenn ich diese verdammte Kröte jetzt noch einmal sehe, ich könnte das Spiel gerade wirklich... Am liebsten würde ich es echt aus dem Fenster schmeißen, aber das bringt ja nichts, weil ich in der Kellerwohnung wohne und es würde nicht sonderlich weit fallen. Deswegen lasse ich das. So. Hey, das Spiel kann eigentlich nichts dazu. Das Spiel ist genial. Nach wie vor, aber trotzdem. Die Drop-Wahrscheinlichkeit von diesem Mistding stört mich noch nicht einmal. Stört mich nicht. Mich stört einfach nur, wie lange man braucht, um seine speziellen Gegner zu bauen. Das ist nervig, das ist zum Würgen, so bläh und nix. Und da schaut's euch an, diese bekloppten Drecksviecher, die elendigen da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee. Wenn ihr jemals euch vornimmt, diese Items zu farmen, habt viel Geduld, nehmt euch viel Zeit mit. Vielleicht habt ihr auch euer Glück, wie ich das letzte Mal. Aber diesmal ist das Glück nicht auf meiner Seite. Keine Chance bisher.
Ich habe schon die wildesten Theorien gemacht. Ich humpel ja gerade auf 14 die ganze Zeit rum. Ich war auch schon des Längeren in 13, in 12. Ich bin die Treppen hoch und runter gelaufen. Ich bin nur langsam gelaufen. Also da wenn es schon so anfängt, dass man jegliche dummen Theorien probiert, wie das Item vielleicht eher droppt, das ist schon bedenklich. Das Einzige, was mir ein bisschen mehr vorkam, wie bloßer Zufall, war, dass ich die Diebesringe mal entfernt habe. Es kommt mir echt so vor, wenn man nicht stiehlt, dass dann mehr gedroppt wird, aber das kann auch jetzt echt nur Einbildung sein, weil ich schon so am Rande der Verzweiflung stehe. Naja. Okay, die zeige ich euch jetzt noch das letzte Mal und danach gibt es auch keinen Cut mehr. Wir werden uns danach definitiv mit der Etage 20 bis 25 sehen. So viel sei versprochen. Dann erlöse zumindest ich euch mit diesem qualvollen Getue hier. Das wäre jetzt natürlich schon fast ein bisschen episch, wenn sie jetzt, wo ich das so schön groß angekündigt habe, der letzte Versuch, der aufgenommen wird, es ist jetzt. Das wäre ja... Eigentlich müsste ich mich ärgern. Andererseits weiß ich, dass ich verdammt froh wäre. Aber, das ist nur Wunschdenken. Mittlerweile bekomme ich auch gar keine Stufe mehr von denen. Das ging ja anfangs noch recht schön, jetzt so auf 82. Und was mir auch aufgefallen ist, der gute Jensen ist stärker wie Ming. Wenn ihr mal auf diesen Kraftschaden achtet, der macht sich, also... Bin ich echt mal gespannt, wie der abgeht, wenn der noch höher wird. Jo, das war wieder nix. Okay, Leute, ich verabschiede mich. Drückt mir die Daumen, dass ich heute noch irgendwann es vielleicht bekomme. Bis dahin. Hallöchen zurück, werte Freunde. Es sind 5 Spielstunden vergangen. Ja, 5 Spielstunden vergangen. Ihr seht es vielleicht an meinem Level. Es hat sich einiges getan, aber was mich noch viel mehr freut, ist, dass wir die Illusionshandschuhe haben von dem ersten Prototypen. Also er ist nicht Prototyp 1, sondern irgendwas anderes. Egal, auf jeden Fall haben wir hier den Zauberkonter 2. Ja, ist jetzt nichts Tolles, aber wir haben es halt, ne? Was noch fehlt, ist das vom nächsten Prototyp, aber das macht nichts, denn das vom letzten, das super tolle Rosenquarz, ist unser. Jawohl. Ein Runde Zauber. Jeder Zauber kann nach einer Runde gewirkt werden. Das gilt natürlich auch für Doppelzauber und natürlich auch für die Nahkämpfer. Und das ist absolut notwendig, wenn man den letzten Endgegner in relativ wenig Runden besiegen sollte. Ansonsten besiegt er einem selbst, ja. Aber ihr seht, ein kleines Manko an der Sache. Das Ding hat 999 FP. Sehr schön. Das heißt, ich habe noch viel dort zu tun. Gut, ich möchte mir eh noch einen Zubehörteil holen. Und danach darf ich noch ganz schön viele FP sammeln. Denn ich brauche es ja nicht nur für Ming, ich brauche es auch für die anderen Charaktere. Zum Glück ist das Teil kein Spezialzubehör, das heißt, Jensen könnte es auch ausrüsten, Seth theoretisch auch. Also, spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir mit dieser Runde siegreich sein werden, ja. Siegreich sein werden? Ja, okay. Wie dem auch sei. Ich brauche aber jetzt ein bisschen Abwechslung, Leute. Bevor ich mich an das letzte Zubehörteil mache und an das große Farming, möchte ich Ebene 21 bis 25 mit euch erkunden. Entwicklungsleiter Eintrag 12. Der neueste Supreme Car Prototyp ist aktiviert, auch wenn die äußere Form dieselbe wie immer ist, sogar noch geschmackloser, wenn überhaupt. Der Vorstand scheint jedoch ziemlich nervös zu werden. Offensichtlich hat der Rat nach dem Vorfall mit dem großen Stab einen Beschluss herausgegeben. Wir werden sehen, was passiert. Macht das. Ich wurde von aufmerksamen Zuschauern hingewiesen, dass ich Truhen übersehen habe in den letzten 5 Etagen. Die habe ich mittlerweile gesammelt. Kam jetzt nicht so Tolles heraus. Ich glaube, ein ganz netter Ring kam heraus. Danke nochmal für solche Hinweise. Gerade wenn ich einen Gast drin habe, übersehe ich sowas doch gerne. Und ich habe
außerdem Belohnungen bekommen von dem Typen, weil ich ja jetzt schon ein bisschen gelevelt habe und ich bin schon mal bis 25 runtergerannt, um was nachzusehen. Und deswegen habe ich auch schon die Belohnungen für das Erkunden eingeheimst. Das da wären Platzsamen, ja, und noch so ein bisschen Heil-Items, also auch nichts Besonderes. So, haben wir das aufgeklärt und wir sehen neue Gegner. Naja, neu sind sie eigentlich nicht. Oh je, Leute. Oh je. Also zum Diamantkeller, ich habe ihn noch nie besiegt, ja. Ihr seht, er hat nur 360 TP, aber er macht verdammt wenig. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man den besiegt, dann kriegt man einen FP-Regen. Deswegen werde ich das natürlich versuchen. Natürlich hat sich im Schaden auch einiges getan. Das werdet ihr auch gleich merken. Du hast noch nicht den einen Runde-Zauber, deswegen lassen wir es bei einem, ja. Du machst Deckung. So. Denn hier in den letzten 5 Etagen sind das wirklich anspruchsvolle Kämpfe. Die sind natürlich anspruchsvoller wie die aus dem Tempel der Erleuchtung. Das merkt man schon daran, dass die übelst ausweichen und kontern. Damit hätte ich jetzt gar nicht so gerechnet, ehrlich gesagt. Eieiei, ich treffe die ja überhaupt nicht. Ich glaube, das lassen wir mit Todeskombo. Ach, herrje, herrje. Ja, und der Diamantkellerlon haut natürlich ab. Okay, Leute, ich glaube, die machen wir mit Magie. Denn ich hoffe einfach mal, dass die Magie nicht so einfach kontern werden. Boah, ganz schön übel. Ich habe die Gegner bisher nicht gemacht, auch wenn ich schon mal unten war. Ich habe mich nur um den Supreme K gekümmert. Der eigentlich relativ einfach ist. Hallo? Okay, boah, nee, Mann. Boah. Was sind das für Viecher, mal ehrlich? Das ist ja abartig. Boah, nee. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die so übelst reinhauen. Ich meine, wir haben ja eigentlich ein anspruchsvolles Level und so. Das ist jetzt doch, also, mein lieber Mann. Ich habe immer noch nicht übrigens eingekauft. Das mache ich noch vor dem Endgegner, aber ich glaube, ich hätte es schon eher machen sollen. Also, das ist jetzt mal übel. Und ich, wenn ich nur mit dem Zeug hier arbeite, dann brauche ich ja ewig. Wir gucken mal, was... Zauberzeit 4S. Ich glaube, bei dir hackt's. Du machst nochmal Kraftus und ich guck mal, ob hier der Todzauber Wirkung zeigt. Das wäre natürlich sehr angenehm. Doppelter Zauber Tod können wir uns mit Mingya jetzt wunderbar erlauben. Sie hat das Rosenquarz an. Und ihr merkt, sie ist jetzt schon an der Reihe. Ah, verdammt. Das heißt, diese eine Runde ist absolut willkürlich. Sie könnte am Anfang drankommen, sie könnte aber auch am Ende drankommen. Das erübrigt natürlich die Skills wie Zauberreduzierung und so. Wir haben da dann überhaupt nichts mehr zu melden. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ganz ehrlich, ich werde den Kampf nicht schaffen. Und, überrascht mich jetzt, dass es so stark hier unten zugange geht. Ich werde nochmal hier abhauen müssen, ganz ehrlich. Wenn ich das überhaupt überlebe. Das ist ja extrem. Jo, oh Mann, oh Mann. Shit, shit, shit. Ach, herrje, warte mal. Wir bräuchten sowas wie göttliche Medizin. Auf Keim. Mal gucken, ob das jetzt noch klappt, wenn Cess abhauen könnte, dann wären wir ja nochmal gerettet. Ja, danke schön, Cess. Denkt jetzt nicht, oh Gott, wenn er so Probleme mit denen hat, dann wird er den letzten Endgegner nicht schaffen. Nö, das stimmt eigentlich nicht. Der andere geht ja im Grunde nur um Zeit. Okay, und das nächste Mal weiß ich es besser. Ich werde keine Nahangriffe bei denen machen. Verdammt, verdammt, verdammt. So. Ach komm, ich will zu Sarah rein. So, Zephyrus am besten. Lalalala, so. Und noch eine Kleinigkeit. Ich möchte, dass auch du abhauen kannst, sicher. Luftabsorb raus, brauchen wir nicht. Und was ich auch noch gerne reinmachen möchte,
Warum, das werdet ihr gleich verstehen. Ach nee, wenn ich jetzt... Warte mal. Da machen wir jetzt einen Trick 17. Wir haben doch sowieso so viele Platzsamen. 34. Ach, ich kann es jetzt niemandem geben, weil... Oh, Mann. Ich hätte es jetzt gern jemand damit überfüttert und dann hätte ich so einen Platz-Plus-Skill rausmachen müssen. Nein, ich muss es andersrum machen, was so den Nachteil hat, dass mir die drei dann erst rausgenommen werden und ich sie wieder zusammensuchen muss, auf was ich jetzt gerade keine Lust habe. Mann. P hoch 2 kann aber raus. Die hat eh zu viel, zu viel. So, ich möchte den Dreier-Kombo reinmachen. Ja, den Dreier-Kombo. Und bei ihm auch. Warum ich das mache, werdet ihr noch verstehen. Hast du noch irgendein TP hoch drin? Ja. Brauchst du doch auch nicht mehr, mein Freund. Dreier-Kombo bitte. Ihm kann ich es leider nicht geben. Okay. Das reicht erstmal. Du kannst ja sämtliche Magien, ne? Das ist nämlich auch wichtig. Du kannst... Ja, ja, du kannst alles. Okay. So. Denn ich habe mir vorgenommen, ich werde zumindest versuchen, diese... Da habe ich geholt. Da hinten. Ist auch nichts. Nee, da ist nichts. Gut. Gut. Nächste Etage. Halt. Hab da noch rein, Mensch. Lesen. Magiebeobachter, Eintrag 4. Die magische Energie von Ott ist seit dem Vorfall in Wohl sprunghaft angestiegen und zieht Monster an. Langsam fordern sie Opfer in der Anlage selbst. Obwohl bisher Supreme Car ganz nützlich war, wird dies zu einem ernsten Problem, wenn es so weitergeht. Ja, und da habe ich mir auch schon meine Gedanken gemacht. Professor Car, Supreme Car. Und wenn man sich mal an das letzte Car-Modell betrachtet, wie sieht der denn aus? Er sieht nicht nur total idiotisch aus, er sieht auch so ein bisschen wie ein Kellerlon aus. Ja, und ihr habt ja eben gesehen, was machen hier eigentlich dunkle Kellerlons? Ja, entweder ist Professor K. selbst ein Kellerlon oder er ist ein total Verrückter, der auf diese Viecher steht. Forscher, Eintrag. Nach dem Problem mit dem großen Stab haben wir den Befehl erhalten, die Experimente zu stoppen. Das beeinträchtigt uns Forscher unter Tage zwar nicht sehr, aber im Experimentalstab muss es jetzt ziemlich chaotisch zugehen. Jo, definitiv. Ja, ich will wenigstens einmal. Ich habe drei, jetzt mit diesem zusammengerechnet, drei Spieldurchgänge von Lost Odyssey gemacht. Und ich will einmal diesen verdammten Diamant-Kellerlon besiegen. Ich habe mir schon ein paar Tipps geholt, wobei Tipps sind relativ. Man braucht im Grunde nur verdammtes Glück, um dieses Mistvieh zu killen. Und wir hören es an der Musik. Da kommt uns Supreme Car besuchen. So, mit dem werden wir keine Schwierigkeiten haben. Den habe ich jetzt schon ein bisschen oft gemacht. Wer weiß, vielleicht schmeißt er nochmal Rosenquarz. Ich würde mich kaputt lachen, aber so viel Glück. Ich bitte euch. Aber lustig wär's. So, keine Magie bei dem. Wie beim Vorgängermodell. Was? Ach, du hast 0 MP vom letzten Kampf noch. Ah, oh, man erschreckt mich doch nicht so. Ah, das wäre natürlich blöd. Jetzt kann ich mich nicht buffen, ne? Dann wird er vielleicht doch nochmal eine Herausforderung. Verdammt. Also, Mana Blüte auf die gute Ming. Jo, und verteidigen. Bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Ja, das ist aber jetzt so. Bei den Kellerlons haben wir ganz böse abgelost. Aber ich nehme an, wenn wir sie nicht mehr angreifen, dann sieht das schon wieder anders aus. Denn dieser Konda hat uns halt böse reingeschickt. Der schiebt uns jetzt gerade wieder die Formation kaputt. Naja, geht ja noch. Werde ich jetzt einfach gekonnt ignorieren und an meinem Plan weitermachen. Nämlich Geistmagie Allmachtus bei dem auf jeden Fall, damit das mal schnell... Ach, Mist, ich hätte doppelter Zauber machen können. Die ganze Zeit nämlich Allmachtus und ein Degungus reicht nicht für eine Runde. Aber jetzt reicht es ja. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, dass wir jetzt so fix sind. Naja. So, dann machen wir nämlich deutlich mehr Schaden. Und ihr merkt sicher auch an den Damage, den wir austeilen. Wir sind dann... Also das merkt man doch deutlich an der Stufe. Oder ich meine Ming mit 8000 TP. Was hatte sie vor der letzten Aufnahme? Ihr könnt es ja leicht nachschauen. Das ist schon heftig, ein heftiger Unterschied. Und Level 99 werden wir natürlich auch noch erreichen. Keine Frage. So, jetzt Degungus natürlich auf die, wo da vorne stehen. Das kann ich mir bei Keim diesmal sparen. So.
So, jetzt wird dieser Schaden auch anspruchsvoller. Bäm, 9000. Und hier immerhin noch 5-4. Gut, das war aber auch kein Crit. Ja, mach deine Teilung. Sollte ich überleben. Ihr seht's, also ich habe vor dem Kerl überhaupt keinen Respekt mehr. Da sind die anderen schon härter. Und dieser Diamant-Kellerlon, der kann auch alleine kommen. Und darauf bin ich eigentlich, ja, davon gehe ich eigentlich aus. Ich werde jetzt, es ist keine Schande, jetzt hier die Gegner teilweise zu, dass man da flieht und so, Leute. Die Hauptsache ist, dass man den Typ ganz unten schafft. Und aufstufen werde ich hier in den letzten Etagen eh nicht. Das ist mir viel zu langwierig. Machen wir mal verteidigen, du. Und du könntest nichts machen, okay. Das dauert mir viel zu lange, hier FPs zu farmen. Das werde ich wahrscheinlich in Ebene 15 bis 20 machen. Da ging das mit dem Killen ganz relativ schnell. Da muss ich eh noch das Ding holen. Und da gibt es ja noch diesen einen Gegner, den wir letztens in der Beschreibung gelesen haben, der einen Ring gestohlen hat. Ja, den gibt es dort auch. Ich meine, ich hätte mir den Ring schon mal geholt und wäre aber nicht so von dem Ring überzeugt gewesen. Naja. Forscher-Eintrag. Ich habe Kai in letzter Zeit nicht gesehen. Er hat sich in seinem Labor eingeschlossen. Ja, das ist ja mal ein aussagekräftiger Eintrag. Dass er sich ganz unten verschanzt, damit kann wohl jeder schon rechnen, ein bisschen. Oh, super platzsam. Ja, ich werde das auf jeden Fall noch machen. Boah, ich habe heute einen Redefluss, gell? Das ist abartig. Ich werde das auf jeden Fall noch machen, dass ich die Platz-Plus-Skills rausnehme und dafür Platzsamen reinmache. Ich muss sowieso da ein bisschen drüber arbeiten. Denn, wie ihr es euch sicher schon denken könnt, werde ich auch Keim und Sess zaubern lassen bei Professor K, die ja dann 20.000 Schaden in einer Runde jeweils machen können durch diesen geilen Skill. Und das soll erstmal der andere dann halt zusammen haben an TP. Naja, schauen wir dann mal. Offensichtlich haben wir den Befehl erhalten, das Projekt abzubrechen. Aber K hat sich selbst über den Befehl hinweggesetzt. Weiß er, was er tut? Wahrscheinlich nicht. Er ist ein Wahnsinniger, ein Besessener. Und jetzt kommen wieder normale Gegner. Und ich habe nicht geheilt. Das ist ganz toll. Ich habe die Formation nicht umgestellt. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur geschwafelt. Oh Mann, ich glaube, die Hitze bekommt mir nicht gut. So, oh Gott, was haben wir denn hier? Gesichtsloser Verteidiger, so ein blöder, das... Oh, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist doch wieder nicht zu schaffen. Ich glaube, ich habe keine Chance, oder? Ich werde es mal versuchen, aber... Also den greifen wir mal an, der wird nicht so böse kontern, hoffe ich. Währenddessen Kraftus auf... dich, obwohl eher auf dich, oder? Ne, erst muss ich den Typ mal runterschlagen. Erstmal die Wallclimb bekommen. Ja, nur einmal, bitte. Ja, es wäre jetzt natürlich verdammt hilfreich, hätte ich jetzt Sarah, die ja auch so schnell ist wie Ming. Aber, gut, ich werde es mal mit dem Tod bei ihm versuchen. Wer weiß. Doppelter Zauber, wir können uns das ja erlauben. Gleichmacher. Warum nicht? Damit der Goldene schon mal weg ist. Wenn man den treffen kann. Mal gucken. Und sie ist sofort dran. Ich liebe den Skill. Misserfolg, okay. Schauen wir mal, ob der Gleichmacher zieht. Der müsste jetzt eigentlich 8000 abziehen. Eieiei, warum so wenig? Also irgendwie habe ich den Gleichmacher noch nicht so verstanden anscheinend. Das war jetzt nur ein Viertel. Liegt es an der Wall? Wahrscheinlich, ja? Da geht so ein fetter, ultimativer Schwarzzauber nicht durch die Wall. Wollt ihr mich verarschen? Da ist ja das Spiel besser. Oh Mann. Ich mach gleich das Spiel, aber ohne Scheiß hier. Okay, mal überlegen. Ich würde sie echt gerne mal schaffen. Aber Seth liegt ja schon wieder, wie ich sehe. Ach. Komm, Seth, aufstehen mit... oder lass ich dich liegen? Nee, ich lass dich nicht liegen. Und du zauberst jetzt Kraftus. Doppelkraftus oder da hinten?
Jetzt ist es ja auf 2. Ach komm, den schaffen wir jetzt. Einmal Kraftus und noch ein Spiel. Schauen wir einfach mal, wie es funktioniert. So. Einmal wenigstens schaffen, so um die Ehre zu retten, oder? Das wäre doch ganz nett. Und dann noch den geilen Diamant-Kellerlon da hinten abmurksen. Boah, wäre das schön. Aber ich mache mir zu viel Hoffnung. Ja, der Diamant-Kellerlon zaubert sehr lange. Ich glaube, das ist der Todzauber. Okay, das ist harmlos. So, wenigstens kriegt er schön Schaden. Müsste jetzt mit dem Spiel mal wieder klassisch sterben. Jawohl. Einer ist weg. Ja, das mag ich nicht. Ja, ich muss mich jetzt... Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ah, Mann, oh Mann. Ich muss mich jetzt echt um den mal kümmern. Mann, ich darf mir das gar nicht erlauben. Ich muss heilen hier. Ich muss heilen. Volle Heilung. Boah, ich mach die nicht oft. Das sage ich euch. Das sage ich euch. Ich mach die nicht oft. Volle Heilung. Hätte ich Sarah, dann wäre das viel einfacher. Dann könnte einer halt zaubern und die andere könnte buffen. Aber so bin ich mehr auf die Itemschmeißer fixiert. So. Kraftus ist halt der stärkste Zauber, den wir im Grunde haben. Doppelkraftus. So. Dass wir wenigstens mal den da vorne klein kriegen noch. Und Kraftus dann schön in eine Stufe 1 Volt zieht. Das wäre doch mal was. So. Die sind voll. Ach, ja gut, aber wenigstens Stufe 1. Eisenwand? Ach, nö! Mann! Ja, also das macht mir jetzt echt keinen Spaß mehr, Leute. Ich glaube, ich werde wieder fliehen. Sorry, aber das ist öde, echt. Das zieht sich jetzt nur sinnlos in die Länge und mir bringt der Kampf ja eigentlich gar nichts. Außer wenn der Diamant-Kellon nicht abhauen würde. Naja. Komm, ich bleib jetzt noch tapfer ein bisschen. Kraftus. Auf den. Weiter. Kraftus. Nee. Auf den, wo du die ganze Zeit gemacht hast, du. Bitte. So. So, jetzt killt mir mal den. Was passiert dann eigentlich mit dem Wall? Der müsste doch weggehen, sobald er stirbt, oder? Jawohl, der Wall geht sofort weg, den er herbeigezaubert hat. Sehr schön. Ja, den zu treffen, das muss erstmal gelingen. So, und jetzt muss der Schwarze weg da. Der geht mir sowas von auf den Keks. Boah, das dauert aber. Vor allem, wenn ich ihn jetzt nicht angreifen darf. Okay, du machst tot auf Sess. Das könnte man übrigens mit Reflekt verhindern. Theoretisch. Der macht Schattennuss. Boah. Mit dem seinen Skills wird das richtig wehtun wahrscheinlich. Geht ja noch. Ne, geht nicht. Boah. Mann. Ich muss abhauen. Ich habe keinen Bock, da nochmal runterzurennen. Wisst ihr, wenn es wenigstens jetzt so ein vernünftige Safe gibt kurz davor, aber nö. Fehlgeschlagen. Ah ja, okay, Keim. Weihnachten, Mann, erschreckt mich nicht so. Oh. Bammel hier, echt Bammel. Ja, Leute, ihr seht's, da unten geht's ab. Da kann man Stufe 99 sein, wenn man will. Und man hat trotzdem ärgste Probleme. Es liegt nicht an jetzt einem fehlenden Skill oder so. Es ist einfach mordsmäßig schwierig. So, jetzt habe ich dich leer gemacht. Jetzt nehmen wir Cook noch. Ich könnte, wenn ich es drauf anlegen wollte, könnte ich mich hier richtig reinhängen und mich bemühen, die zu killen. Aber die sind einfach den Zeitaufwand nicht wert. Ich habe es schon mal gemacht. Und gut, sie haben verdammt nette Items, die man für die ultimativen Ringe sozusagen gut gebrauchen könnte. Aber man hat schon geile Ringe. Man braucht sie nicht. Und der Zeitaufwand lohnt sich einfach nicht. Das ist sinnlos. Außer natürlich für den Diamant-Kellerlon. Aber dann flieht man lieber von diesen... ja, großen Gruppen und wartet, bis der Diamant-Kellerlon alleine kommt. Das ist ja wohl logisch, oder?
Naja. So, da suchen wir mal. Eintrag. K will das untere Forschungslabor nicht verlassen. Supreme K patrouilliert in dem Bereich und niemand kommt in seine Nähe. Offensichtlich will er seine Forschung unbedingt fortsetzen. Sogar, wenn das bedeutet, direkte Befehle zu missachten. Jo. Er setzt die Forschung fort und hat natürlich noch was Besseres als Supreme K. Das überrascht hier jetzt wohl niemanden. So, weiter geht's. Wir gehen tapfer weiter runter. Und bekommen nochmal Gegner serviert. Ich werde sie jetzt nicht nochmal versuchen, wenn es wieder die gleichen sind. Ich habe keine Lust auf die echt. Die sind mir zu arg. Obwohl, das ist eine Konstellation, mit der lasse ich, doch, mit der kann man, reden. Mit, was? Egal. Ich und mein komisches Deutsch manchmal. Da muss ich mich sowieso mal, grundsätzlich dafür entschuldigen. Was ich manchmal für Sätze raushaue, das ist echt merkwürdig. Das liegt aber einfach daran, dass ich... Ach, jetzt hatte ich schon wieder keine MP. Dass ich eigentlich tiefstes Pfälzisch gewohnt bin und rede. Und hier für euch das versuche zu unterdrücken. Und wenn ich das unterdrücke, dann kommen manchmal sehr merkwürdige Wörter und Sätze heraus. Aber glaub mir, das ist besser, als wenn ich die ganze Zeit mit meinem doch sehr ausgeprägten Dialekt reden würde. Der sicher hier und da auch mal durch, ja, durchscheint. Zum Vorschein kommt, ja. Aber naja, was will man machen? Es wäre ja schade, wenn ich die Hälfte nicht verstehen würde. Deswegen meine Bemühungen an dieser Stelle. Aber jetzt bemühen wir uns erstmal. Ja, die sind ja Pipifax jetzt, ne? Die sind ja überhaupt kein Problem. So, ist der andere noch da? Ja, er ist noch da, er zaubert. Gut. Wir werden uns nämlich jetzt gegen den perfekt ausrüsten, wie es halt geht. Die Regel ist, Angriffe können mit viel Glück halt treffen. Zauber kann man vergessen. So. Wir können ihm ein bisschen Schaden zufügen, wenn wir so Zeug wie Erdmine auf uns machen. Das mache ich auch gleich. Wir können, um den Tod zu verhindern, Reflex machen. Wir machen mal das ganze Spielchen. So nach dem Motto Tutorial, wie besiege ich einen, ja, ihr wisst schon. Diamant Kellerlon. Reflexion. Da kann er jetzt ruhig 2 Runden brauchen. Der andere braucht ja auch noch 2 Runden. So. Aber du machst Komposit-Magie. Und haben wir nicht Allfeuerverbindung? Ich habe jetzt gedacht, das hätten wir auf alle. Der geht doch auch auf alle, Mann. Ich bin schon mal... Ne, warte mal. Feuer stimmt nicht. Wir müssen Erde machen. Erdverbindung. Das hier. So, Doppelzauber. Und, was jetzt? Ja, nochmal Reflexion. Damit wir das mal voll bekommen. Haben wir nicht so Allreflexion? Dann könnte sich das Jensen sparen eigentlich. Allreflexa oder sowas. Gibt's das? Naja, anscheinend nicht. Okay. Habe ich euch schon mal die Auslöschung gezeigt? Ich glaube nicht, oder? Das ist nämlich das, was Gongora immer auf uns gemacht hat. Das ist ja dieser ultimative, Dingenszauber. Den zeige ich euch jetzt einfach mal, genau. Beschwört einen Meteoriten, kostet 200 MP. Ja, den zeige ich euch jetzt mal. Das ist die ultimative Kompositmagie, die sich aus ultimativen anderen Magien... zusammensetzt, war die ganze Zeit uninteressant, weil es ja 2, 3 oder sogar 4 Runden dauert, aber jetzt braucht es ja nur noch eine Runde. Hahaha. So. Schauen wir es uns mal an. Ach ja, jetzt kommt erst die Erdverbindung, klar. So. Das Blöde ist, selbst wenn er uns normal angreift, die Erdverbindung wird ihn nicht töten. Aber jetzt erstmal die Auslöschung. Tja, Leute, was Gongora kann, können wir schon lange. Nein, lange noch nicht, aber wir können es auch. So, und jetzt einfach nur auf das Glück hoffen. Du setzt fort und wir könnten noch ein bisschen mehr Reflexion machen. Auf die hinteren Leute, damit der Tod nicht durchkommt. Das mache ich jetzt aber auch nur einmal online. Das dauert ansonsten zu lange.
habe sowieso die Befürchtung, dass wir überziehen müssen, wenn der nächste Part schon das Finale werden soll. So, wunderbar. Jetzt müsste fast jeder... Einem fehlt noch Reflexion, das hole ich gleich nach. Ich glaube, Seth braucht es noch. Ja, ihr habt es gesehen. Er hat angegriffen, dadurch Schaden bekommen. Aber er stirbt nicht. Er hat jetzt noch einen verdammten TP. Also Erdverbindung bringt eigentlich nichts. Ich habe es jetzt nur mal gemacht. Weil sterben kann er davon nicht. Es ist auch keine Hartnäckigkeit. Er würde jetzt immer 0 TP bekommen, wenn es nochmal dazu kommt. So viel dazu. So, boah, ich schwitze gerade wie eine Wildsau, weil hier ist es so warm. Und ich kann keinen Ventilator laufen lassen, weil sonst das Mikrofon streikt. Das ist so ärgerlich, Leute. Ich fühle mich so eklig gerade. Ich muss duschen! Und was mache ich? Ich zocke hier mit einem Kellerlon. Zauber bringen überhaupt nichts. Da kann ich mich auch gleich... Nö, ich kann angreifen, weil das... Ja, das ist vielleicht ein Grund, weshalb ihr das mit der Erdverbindung machen sollt. Dann könnt ihr auch ruhig die Magier in den Kampf schicken, weil ein TP machen die dann schon mal. Komm. Gönn's mir doch einmal. Einmal, verdammt nochmal. Dann will ich dich auch nie wieder besiegen, weil von der Dauer bringst du es eh nicht, Junge. So, jetzt macht er endlich seinen Tod. Kommt natürlich nicht durch. Wird zurückgeschleudert, kommt aber auch nicht durch. So. Wunderbar. Und jetzt einfach Angriff, bis er abhauen wird. Und das wird er jetzt in dieser Runde höchstwahrscheinlich. Also noch einmal die Chance. Aber... Ach, Mist! Es gibt noch eine Taktik, die ich hätte machen wollen. Jetzt ist es zu spät, weil er wahrscheinlich abhaut. Dreier-Kombo. Schließlich hat man dann 3 Chancen, ihn zu treffen und nicht nur eine. Würde ich jetzt ab der nächsten Runde machen, wenn er nicht abhauen würde. Aber er haut ab. Ja, mit Dreier-Kombo verdreifacht man seine Chancen natürlich. Deswegen habe ich es ja auch ausgerüstet. Naja, so viel zu meinem kleinen Tutorial. Hat sich ja auch gelohnt. Immerhin hat Seth Zauberkonter 2 gelernt, auch wenn sie es niemals brauchen wird. Und die ersten Charakter haben die Maximalstufe erreicht. Sehr schön. Weiter geht's. So. Letztes Gebiet, wo Gegner kommen können. Mein Plan sieht... Nein, erst lese ich den Text vor, bevor ich meinen Plan erläutere. Nein, erst gibt's Gegner. Okay, dann sage ich doch meinen Plan. Sieht jetzt so aus, ich werde bei 25 natürlich Stopp machen. Ich habe euch dann alle Etagen gezeigt. Ich zeige euch auch noch die letzte. Es gibt eigentlich nämlich noch eine 26. Oh! Okay, das versuchen wir doch nochmal, oder? Das versuchen wir doch nochmal. Währenddessen kann ich ja meinen Plan erläutern. Moment, erstmal muss ich das Zeug in den Angriff schicken. Erstmal brauche ich ein bisschen Brain hier. Reflexion, weil dreimal Tob will ich sicher nicht abbekommen. Reflexion. So, und du machst das gleiche, bitte. Ne, du machst erst... Halt, ich mach schon wieder... Seht ihr, ich mach schon wieder Blödsinn. Fähigkeiten, Dreier-Kombo. Bitteschön. Fähigkeiten, Dreier-Kombo. Du hast es leider nicht, also greifst du normal an. Wobei Seth eigentlich fast am meisten Chancen hat, weil er den besten Geschickwert hat, glaube ich. So, sorry, wenn das dauert. Ihr könnt natürlich vorspulen oder auch den ganzen Part lassen. Ich werde ja nichts Spannendes mehr machen. Aber das wäre doch mal echt geil, wenn ich die schaffen würde. Doppelter Zauber. Reflexion. Keim und Seth. So. Zauber, Komposit, Erdverbindung. Doppelt. Reflexion. Seht. So. Ja, mein Plan sieht wie folgt aus. Bei 25 bzw. 26 werde ich aufhören. Dann habt ihr alles gesehen. Dann muss... Boah, was war das jetzt? Ach, scheiße, da steht ja vorne. Ach, Mann. Ich habe immer noch nicht die Formation geändert. Wie dumm bin ich? Shit. Die brauchen ja jetzt 2 Runden. Och, nö. Ja gut, ist aber immer noch besser. Haben wir immer noch einen Gewinn gemacht. Also fortsetzen. Fortsetzen. Wiederbeleben. Und doppelter Zauberreflexion. Seth hat's nicht bekommen. Ach ja, Jensen ist noch dran. Okay.
Das heißt, du... So. Ja. Dann muss ich offline halt noch einiges machen. Ich muss noch das eine Zubehörteil holen. Ich muss noch jedem im Grunde, jetzt jedem aktiven Gefährten, muss ich das Rosenquarz beibringen. Schade. Und dann kann ich endlich wieder aufnehmen. Dann werden wir zu dem super tollen K gehen. Das ist das Letzte, was wir in diesem Part machen. Ich weiß, dass das dann eine Überlänge ist. Aber das ist mir egal, weil danach machen wir ein, zwei Tage Pause. Denn das große Finale werde ich erst Samstag oder Sonntag hochladen. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und dann kann es schon Montag mit dem neuen Projekt weitergehen. Schauen wir mal. So, Dreier-Kombo. Eigentlich wäre Zweier-Kombo sinnvoller, ne? Dann machen sie in jeder Runde eins mehr. Zweier-Kombo wäre eigentlich sinnvoller wie Dreier-Kombo. Naja. Habe ich jetzt auch wieder verplant, egal. Jetzt mal überlegen. Genau, du änderst jetzt erstmal die Formation. Das geht ja mal gar nicht. Keim da hinten rumtummelt hier. So. Und du machst Reflexion. Wem fehlt's noch? Seth und Ming, okay. Und dann heißt es hoffen und beten, dass wir wenigstens einen in die Knie zwingen werden. Jo. Ach, das ärgert mich jetzt, dass ich ein Zweier-Kombo nicht ausgerüstet habe. Dann könnten wir deutlich... Dann könnten wir halt einmal mehr angreifen in der Runde. Nicht nur jede zweite. Naja. Ich werde das offline weiter versuchen und sollte ich das Glück haben, werde ich es euch mitteilen. Mich würde nämlich auch interessieren, wie viel die geben. Die müssen ja echt enorm was geben. Und gerade wenn man so einen Mods-Teil lernen will, wäre das natürlich eine enorme Hilfe. So, jetzt heißt es... Ja, nein, genau, wir können ja auch mit denen angreifen. So. Irgendeiner muss doch mal treffen, oder? So rein zufällig. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, rein die Theorie, dass nur derjenige treffen kann, der zuvor einen Todzauber reflektiert hat. Aber das sind nur Mutmaßungen. Und das kommt mir schon fast ein bisschen zu weit hergeholt. Ich denke, das hat hier alles einfach nur mit Glück zu tun, hoffe ich. Aber vielleicht haben wir auch die Chance, das mit dem Toddingens jetzt gleich überprüfen zu können. Das heißt, Seth sollte in der nächsten Runde treffen. Na, ich weiß ja nicht. Mal gucken, ob es stimmt. Da können noch einige in der nächsten Runde treffen. Ne, ihr seht jetzt... Ah doch, sehr schön. Reflexion ist nicht kaputt, wenn man es einmal gemacht hat. Auch gut zu wissen. Die haben... Okay, jetzt probieren sie es bei Seth. Also, ich bin mal gespannt, ob Seth oder Seth jetzt treffen. Ob an dieser Theorie was dran ist. Deswegen werde ich Seth jetzt auch normal angreifen lassen, damit sie das noch schafft, weil die wollen jetzt bestimmt abhauen, diese Mistviecher. So. Na dann. Nee, geht nicht. Also war es nur ein doofes Gerücht im Internet. Habe ich mir schon irgendwie gedacht. Naja. Das ist echt schwierig, aber ihr wisst, unsere Werte sind maximiert. Wir können dann nichts anderes machen, wie Glück haben. So, das war nix. Ich werde sie euch jetzt auch nicht mehr zeigen. Die sind eine Sache für sich. Falls jemand weiß, gut, ich könnte ja eigentlich auch im Buch nachgucken, was sie geben. Ja, vergessen wir das also. Habe ich jetzt das Ding schon gelesen? Eintrag 13. Ne, haben wir noch nicht. Sie haben entschieden, den Experimentalstab stillzulegen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen K. überzeugen, das untere Stockwerk zu verlassen. Er kann nicht viel länger dort unten bleiben, nachdem der Stab geschlossen wurde. Ich schätze, er hat keine andere Wahl, als bald nach oben zu kommen. Jo. Jetzt bin ich mal so klug und guck, wie es hier aussieht. Cook hat noch ein bisschen. Das nutzen wir aus. So, war's schon. Und dann jetzt eben Ming. Sephirus einfach drauf hier, ohne nachzudenken. Gut, weiter. Letzte Kisten vielleicht hier da. Okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich wahrscheinlich Gegner rausschneiden werde. Mal gucken, was kommt.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich alles in einem Part lasse. Also wenn es jetzt, was weiß ich, über ein Viertelstunden geht, dann werde ich das auf jeden Fall, ja, verkürzen. Okay, Leute, ich schneide euch raus, bis gleich. Yo, das war wieder eine Nullrunde. Und ich meinte natürlich nicht verkürzen, sondern ich überleg's mir, ob ich in zwei kleinere Parts schneide. Mal gucken. Ich weiß es echt noch nicht. Kommt halt ganz drauf an, wie lang es wird. Ende von Kellalon, ein Ring. Okay. Gucke ich mir mal an. Müsste jetzt gerade so ein Ring sein, wo die Wahrscheinlichkeit ist. Ja, klar, der Kelo-Killer. Erde, ja klar, das wäre ja ganz nett, wenn es denn wirken würde. Denn man kann in diesem einen verdammten TP nicht wegnehmen. Und es steigert ja leider nicht die Wahrscheinlichkeit, dass man trifft. Sowas könnte man gebrauchen, aber das gibt es in Ringen leider nicht. Naja. Hier in dieser vorletzten Ebene, in 24, ist die Chance auf diese Diamant-Kellalons übrigens am größten, also dass sie alleine auftreten. Das habt ihr sicher jetzt auch schon gemerkt. Wenn ihr die farmen wollt, geht auf die 24. So, Leute. Letztes Mal da hinten rein. Da ist auch noch eine Kiste. Und das war's dann für euch zumindest. Und ich werde dann noch das Vergnügen haben, mich hier bis zum Ende fett aufzuleveln. Eintrag 14. Wir haben alles versucht, aber K. will nicht auf uns hören. Er sagt uns ständig, wir sollen durchhalten, das Projekt sei bald fertig. Unser Transportschiff ist schon da und wir können nicht länger warten. K. kann sagen, was er will, aber wir verschwinden von hier und werden das mit Gewalt durchsetzen, wenn es sein muss. Jo, das erklärt auch, warum hier keine Menschenseele ist. Und nur noch Kellalons und blöde Roboter. Naja. Wir bekommen jetzt wahrscheinlich wieder Diamonds ab. Ja, was für eine böse Mischung. Nee, da fliehe ich, da kann ich euch drauf lassen. Das mache ich sicher nicht mit. Ich weiß, dass ich das schon mal ein paar Mal geschafft habe. Die lassen auch geiles Zeug liegen, so ist es ja nicht. Aber wie gesagt, ich habe es ja jetzt schon öfters gesagt, der Aufwand ist es nicht wert. Ich werde sowieso noch Ringe schmieden gehen. Ich werde mir jetzt sicher durch das ganze Gefarme schon sämtliche Stufe 3 Ringe kaufen können. Die zeige ich euch auch bei Bedarf. Beziehungsweise ich zeige euch meine Endringe, die ich ausgerüstet habe. So, die unterste Ebene wird es genannt. Was aber eigentlich gar nicht stimmt. Wie wir gleich feststellen. Denn wir können ruhig noch eins runter. Die Drachentränen. Professor K., Eintrag 9. Geschafft, endlich geschafft. Ich habe die ultimative Waffe geschaffen. Ich werde sie das Kellalon nennen. Gozars sind bloßes Spielzeuge verglichen mit der Macht dieser Maschine. Jeder wird sich meiner unzähmbaren Macht beugen. Gut, das sollte morgen von hier abtransportiert werden. Das ist seltsam. Warum? Warum wackelt hier alles? Was? Der Experimentalstab bricht auseinander? Wir haben einen Evakuierungsbefehl erhalten? Tja, ich schätze, das erklärt, warum mich der Forscher angeschrien hat, bevor ich ihn aus dem Labor geworfen habe. Oh Mann, was für ein Idiot. Ich weiß jetzt, wie ich's mache. Ich erzähle das eh gerade umsonst. Ihr seht's ja eh an der Zeit, wie ich es mache und so. Ich werde diesen Part dann beenden, jetzt, denn dann kann ich den schon mal rendern und uploaden und hab dann noch ein bisschen mehr Zeit zu farmen, eben bis ich meine Skills kann. Dann vergeht für euch nicht so viel Zeit, bis ihr das nächste Video seht. Das bedeutet also, dass der nächste Part, sowohl XXL als auch Short Part, identisch sein wird, denn da wird nur dieser Idiot besiegt. Denn das Finale lasse ich dann natürlich am Stück. Moment. Professor K., Eintrag 11. Sie haben den Experimentalstab im Stich gelassen. Das Beben hat nicht aufgehört und ich kann die Alarmsirene von oben hören. Es ist gefährlich hier unten. Ich muss hier raus. Nein, nein, ich kann nicht. Nicht ohne mein Baby an seinen sicheren Ort zu bringen. Es wird Zeit, den inneren Schutzraum aufzusuchen. Dort wird es sicher sein. Quack, quack. Okay. Quark, Quark. Muss ich noch dazu was sagen? Eintrag 10.
Hier wimmelt es von Forschern. Sie ignorieren meinen direkten Befehle. Offensichtlich wollen sie mit dem Aufzug fliehen. Sollen sie doch. Ich werde diesen Ort auf keinen Fall verlassen. Okay. Oh Mann. Professor K. Ein durchgeknallter Kellerlon oder ein möchtegern Kellerlon. Wir werden es sehen. Ja, Leute. Also, jetzt nochmal, jetzt noch einmal kurz erklärt. Boah, jetzt ruckel nicht. Ich will es nur noch kurz erklären. Nächster Part wird für XXL-Zuschauer und Short-Zuschauer identisch sein, denn es wird ein kurzer Part sein. Wir werden Professor K. dort besiegen. Jawohl. Hinter diesem Tor ist er da. Geht es im nächsten Part weiter. Das wird ein kurzer Part, weil der übernächste definitiv das Finale wird. Und das wird natürlich für die XXL-Zuschauer wieder etwas längeres. Und für die Short-Zuschauer schneide ich es wie immer zurecht, wie ihr es gewohnt seid. So. So viel dazu. Ich hätte jetzt natürlich diesen 5-Minuten-Kampf noch dazu machen können. Aber wie gesagt, ich muss ja noch viel machen. Und deswegen lade ich euch das lieber gleich hoch. Da müsst ihr keine 2-3 Tage warten. Und ich muss mich nicht hetzen. So. Viel, viel geschwafelt. Meine Güte. Ich glaube, so viel geschwafelt habe ich schon lange nicht mehr in einem Part. Aber was will man auch sonst machen? Es gibt ja hier nicht viel außer Text. Und dieser eine Kerl, der schon alles von mir hat. Übrigens, er gibt einem immer 5-mal volle Heilung. Auch wenn ich jetzt, was weiß ich, bei Etage 5 nach oben fahre, gibt er mir auch 5-mal diese volle Heilung. Kann man als kleiner Farming-Punkt von diesem Zeug da empfinden. Also ich finde es nicht mal so schlecht. Naja, muss jeder selbst wissen. Alternativ kann man natürlich auch das Geld verbrasseln. So, Leute. Ich speichere. Ich habe euch genug die Ohren zugequatscht. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es nur kurz heißt, Let's Play Lost Odyssey. Und es dann im übernächsten Part endlich zum großen Finale kommt. Ja, meine Zeit ist schon deutlich größer geworden. 98 Stunden. Sie ist jetzt schon länger als mein letzter Durchgang, den ihr da oben seht. Ich hatte... So viel Pech hatte ich bei dem Farmen einfach noch nie gehabt. Mit diesen extra Items. Das war echt, boah. Egal, es ist geschafft. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.